Sie wollte unbedingt weg, stellt aber, also von ihm, lässt sich auf diese Show ein, ne, lässt sich da quasi rein zwingen. Sie wurde ja, das war ja Zwangsarbeit quasi, das wollte sie ja gar nicht. Stellt dann aber wahrscheinlich, weil er sie hypnotisiert hat, noch sein Bild auf ihrem Nachttisch auf und heult jeden Abend wegen ihm, weil sie sich eigentlich von ihm trennen wollte. Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist leider sehr brisant. Es ist sehr qualvoll und dramatisch, würde ich einfach mal sagen. Ich habe einen vollen Posteingang auf Instagram. Ihr leistet wirklich, wirklich die allerbeste Schnuffelhasenarbeit. Ich weiß nicht, wie viele von euch mich darum gebeten haben, mir Paulinas Story anzugucken, nach dem gestrigen Wiedersehen, bei dem sie ja sehr sauer war und der Henrik eher so ein bisschen zurückhaltend war. Deren Part war auch gar nicht so lang. Also mir schien so, als wäre sie bereit gewesen, nochmal eine Wiederholung zu liefern von deren Wiedersehen in der vorletzten Folge oder vorvorletzten Folge. Die waren ja in Folge 11, sind die ja wieder aufeinander getroffen. Das war Drama, Drama, Drama. Das war Köln 90210, wie ich das gerne und liebevoll nenne. Und ja, ich glaube, sie wollte so eine Geschichte nochmal reproduzieren beim Wiedersehen, aber Henrik hat da nicht so mitgespielt. Ne? Und dann ist sie ein bisschen aufgelaufen und dann hat sie sich gedacht, sie nimmt eine Story auf und geht dort dem Ganzen sachlich nochmal auf den Grund. Und das ziehen wir uns heute rein. Wir ziehen uns auch rein, was Henrik sagt und wir ziehen uns rein, was Dominik bis zu diesem Zeitpunkt sagt. Ich weiß, dank euch, dass Dominik heute um 12 nochmal ein Statement hochladen möchte. Ich hoffe, der macht es auch. Das würde ich dann im Nachgang auch nochmal bearbeiten, aber das hier ist schon ein langes Video und wir gehen peu à peu, arbeiten wir uns an die Wahrheit, denn eins wollen wir und zwar die Wahrheit. Wir wollen die Wahrheit. Falls du neu bist auf meinem Kanal und dich wunderst, warum hier so oft das Wort Schnuffelhase fällt und warum ich euch Schnuffelhase nenne, wir sind Schnuffelhasen. Wir sind jetzt einige und wir wollen, wie ich immer liebevoll sage, noch mehr werden. Unsere Arme sind offen, also werde einer von uns, abonniere diesen Kanal. Wir stoßen auf diese Promis ja nur durch Temptation Island VIP. Temptation Island VIP kannst du gucken auf RTL Plus. RTL Plus, da kannst du über mich vergünstigt eine Mitgliedschaft erwerben. Ich tue das einfach mal hier auch ins Video rein, obwohl das jetzt nicht direkter Content ist von RTL Plus, aber trotzdem, ich mag meinen Kooperationspartner und kann den wärmstens nur weiterempfehlen. Wir haben hier so eine kleine Abmachung und zwar gucken wir uns hier alle fleißig die Werbung auf dem Kanal an und während wir die Werbung gucken, machen wir uns entweder einen grünen Smoothie oder wir geben einen Kommentar ab. Also mich interessiert natürlich, was sagt ihr zu dem Ganzen? Macht das doch einfach, während die Werbung durchläuft. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Seid schnell, letztes Mal war es wirklich nach einem Tag ausverkauft. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen. Okay, jetzt ist hier Shopping-Laune angesagt. Ich habe was ganz anderes erwartet. Sie steht da mit ihrer Löwenmähne und sieht einfach top aus und verkauft irgendwelche Produkte. Was ist denn hier los? Ich muss in meinem ganzen Leben nie sowas unfaires erlebt. Wirklich nicht. Ich weiß, was ich getan habe. Das war schlimm und es tut mir leid. Und ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Aber... ich würde sagen, das nenne ich einen Plot-Twist, wie er im Buche steht. Also erstmal hier super Styling und jetzt auf einmal aufgelöst, wie sonst was. Also Reue, was ist passiert? Meinst du den Kurs mit Dominik, den sie so gefeiert hat? Es regt mich einfach so auf, dass ich hier dargestellt werde, als ob ich der letzte Mensch wäre. Das ist so ein krank durchtriebenes Spiel. Ich habe sowas so nie erlebt, wirklich nicht. Okay, sie ist auf jeden Fall am Weinen, ja, und die Frage ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt schon stellen soll oder ob ich sie später stellen soll, ich habe ja diese Sequenzen schon vorbereitet, ne, kann ein Mensch 20 Minuten lang durchweinen, egal was er sagt, weil ich habe auch schon mal geweint in einem Video, mehrere Male, aber es war so, wie soll ich sagen, punktuativ. Wisst ihr, was ich meine? So hier mal und da kommt eine Emotion raus, aber sie heult ja die ganze Zeit durch. Und ich weiß, ich müsste eigentlich einfach drauf scheißen, aber ich kann diese Ungerechtigkeit nicht haben. Ich habe so viele Sprachnotizen, Screenshots, Verläufe, die alle beweisen, dass Henrik einfach die ganze Zeit fremdgegangen ist. Gib uns das. Wir brauchen das. Also weißt du, wenn du das einfach nur sagst, sie will jetzt sagen, er ist oft fremdgegangen, dann, also weißt du, kann ja jeder sagen. Ich kann ja auch sagen,
Keine Ahnung, ich habe eine Nachricht von Madonna. Da hat sie gesagt, sie ist ein Schnuffelhase. Aber wenn ich euch die niemals zeige, dann könnt ihr auch sagen, okay, der labert. Das ist, was ich meine, weil Madonna wird das ja nicht bestätigen. Der unseren Hund ausgesperrt hat, Mann. Er sollte auf Kurs aufpassen. Er hat ihn einfach in der Kälte im Innenhof ausgesperrt. Da hat Henrik wohl seinen Vater, Hundevaterjob nicht gut gemacht. Und du hast in der Zeit in meiner Wohnung mit keine Ahnung wie vielen Frauen gefeiert und weiß Gott, was alles gemacht. Eigentlich hat er demnach ja nichts anderes gemacht als bei Temptation Island. Einfach mit ganz vielen Frauen zu feiern. Aber was sind das für Frauen? Also warum durfte der Hund da nicht dabei sein? Also ihr habt ja jetzt nicht wie ich eine Einzimmerwohnung oder eineinhalb Zimmerwohnung. Der hätte ja auch im anderen Zimmer bleiben können. Das verstehe ich jetzt nicht. Währenddessen hattest du keinen Bock auf Kurse aufzupassen und hast sie in der Geld einfach am Ende ausgesperrt. Und ich hätte das niemals gewusst, wenn meine Nachbarn mir das nicht erzählt hätten. Was sind das auch für Nachbarn? Warum haben sie den Hund nicht zu sich reingenommen? Haben sie den einfach in der Kälte gelassen? Also Leute, ihr dürft, also eine Sache, ne? Es gibt, ich habe gelesen, dass viele von euch total berührt sind von ihrer Story. Ich blicke dem Ganzen mit ganz viel Skepsis entgegen, weil sie hat bei mir so ein bisschen den Ruf weg und ihr Weinen kommt bei mir irgendwie nicht so authentisch rüber. Deswegen werde ich mich jetzt einfach auf meine Art auf die Inhalte konzentrieren und gehe das Risiko ein, dass einige von euch sagen, Sani, du bist total herzlos, ja, weil sie ja weint. So, ich werde die Art, wie sie weint, jetzt mal nicht weiter kommentieren, aber die Nachbarn hätten ja jetzt auch den Hund einmal zu sich nehmen können oder haben sie den jetzt einfach in der Kälte stehen lassen? Ich habe mich an Silvester noch mit meinen Nachbarn unterhalten. Und die haben sich die ganze Zeit geschämt, mir das zu sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass eure Nachbarn sich dafür schämen, dass sie eure Nachbarn sind. Die gehen wahrscheinlich so an euch vorbei, ne? Dass man sie nicht mit euch zusammen sieht. Ich hätte das geplant, zu Scheiß Temptation Island zu gehen. Ich wollte nie in diese Sendung. Erik, du, ich habe so Sprachnotizen und Verläufe, wo ich dir gesagt habe, ich will nicht diese Sendung. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass es bei uns ist, dass es zu dem Zeitpunkt so schlecht gelaufen ist. Also, erstmal. Eine Frau, die jeden Tag ungefähr 30, 40 Stories hochlädt, ne, da kann ich schwer glauben, dass sie keinen Bock hatte auf eine TV-Show, muss ich an der Stelle einmal sagen. Und zweitens wollte ich nochmal sagen, auch Paulina hat ja gesagt in der ersten Folge, sie glaubt, die beiden seien das stärkste Couple. Also, so zum Thema Glaubwürdigkeit, ich meine, guckt euch die erste Folge an, da steht sie stolz wie Bolle mit ihrem Eyebrow-Lifting und sagt so, also Stampfer sind das stärkste Paar. Also wann hat sie gelogen? Dann oder jetzt? Ich hab dir gesagt, wie unglücklich ich bin. Ich hab dir gesagt, ich kann nicht mehr. Ich hab dir so oft gesagt, ich halte das nicht mehr aus und du saugst meine ganze Energie aus. Du hast immer wieder versprochen, dass du dich änderst. Das ist für mich nicht rund. Also das ist für mich irgendwie nicht rund, weil sie wirkte bei Temptation Island jetzt nicht so, wie eine, die nur noch den letzten Schubser brauchte, um sich von ihm zu trennen. Also ich meine, sie hat ja immer wieder wegen ihm geweint und ist dann hat sein Foto aufgestellt an ihrem Bett und so weiter. Also das hätte ich jetzt nicht zwingend gemacht, wenn ich jetzt wirklich ganz kurz vor der Trennung vorher gewesen wäre. Ein bisschen feiern, ein bisschen flirten, ja, ist das so? Wisst ihr eigentlich, wieso wir keine Mal das Wiedersehen hatten? Weil der liebe Henrik so ausgerastet ist, dass die Angst hat, dass er mir was antut. Bei dem Thema Gewalt möchte ich gar keinen Spaß machen. Also wenn Henrik auch nur in irgendeiner Art und Weise der Paulina wehgetan hat oder ihr damit gedroht hat, da gibt es keinen Witz, da gibt es keine Ironie, da gibt es gar nichts. Habe ich auch schon gehört, dass er da ausgerastet ist. Hat man ja auch gesehen, dass er jetzt nicht das einfach so hingenommen hat, dass sie da rumgeknutscht hat mit dem Dominik. Da, das geht nicht. Da wurden Fackeln auf Menschen geworfen. Da wurden einfach Fackeln auf verfickte Kameramänner geworfen. Naja, ich hoffe, dass RTL ihn dann angeklagt hat. Also ich meine, da kann ja keine Fackeln auf Mitarbeiter am Set werfen, ne? Das geht ja mal gar nicht. Ja, und die Lola ist vom Set weggerannt und dabei hat jeder andere auch weggerannt. Das habe ich auch schon gehört. Lola, kannst du vielleicht mal was dazu sagen? Also, wie war die Situation? Kann man da vielleicht mehr erfahren? Aber gut, das war ja so, da war sie ja nicht dabei. Ne? Also zum Beispiel, das ist so ein Punkt, wo ich mich so frage, und warum heult sie jetzt? Also, sie war ja nicht dabei. Das ist ja passiert, als er das erfahren hat. Also, warum heult sie jetzt, weil Lola weglaufen musste vor Henrik?
mit dem sie ja hier vor 6 Monaten Schluss gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Da würde man doch jetzt aufhören zu heulen. Also ich würde mir so wünschen, dass, also es wäre für mich glaubwürdiger, wenn sie heulen würde, wenn es so richtig so um sie geht und dass sie betrogen wurde und dass sie schwach war. Und dann so, wenn man über jemand anderes redet, ja, und dann musste sogar Lola weglaufen, dann hört man ja auf zu weinen. Oder nicht? Oder ist sie so Sister Forever mit Lola? Ich verstehe, dass man sauer ist. Ich verstehe das. Ich bin auch manchmal völlig cholerisch ungehalten. Ist das jetzt gerade so ein Moment, wo du ein bisschen ungehalten bist? Oder vorgibst, ungehalten zu sein? Also ja, sie ist sehr emotional. Wir wissen nur immer nicht, ob das wirklich der Wahrheit entspricht oder ob das ihre Berufserfahrung aus ihr gemacht hat. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man hört, dass der Mensch, den man liebt, einfach hinter dem Rücken des anderen mit anderen Frauen geschlafen hat. Ich verstehe, wie weh das tut. Ich weiß es. Und deswegen tut es mir auch so leid. Deswegen tut es mir wirklich leid. Es tut mir einfach leid, was ich getan habe. Naja, besser spät als nie, ne? Weil kurz nachdem es passiert ist, hat es ihr weniger leid getan. Ja, da war sie ja schon sehr so auch so rachsüchtig und sie hat da eigentlich kein schlechtes Gewissen gezeigt. Aber was mir nicht leid tut, ist, dass ich die trotzdem versucht habe, dass dein Scheißruf nicht in den Dreck gezogen wird. Sie hat ja im Fernsehen, ne, gesagt, so ja, und seine Karriere ist jetzt am Arsch und was ist er für ein Lappen und keine Ahnung, was sie alles gesagt hat. Also es war ja schon so ein bisschen darauf ausgerichtet, ihm jetzt nicht zu helfen bei seinem Beruf und seiner Karriere. Also es war ja schon alles nicht förderlich, was sie gesagt hat. Und wenn sie jetzt sagt, sie hat alles versucht, um seinen Ruf nicht zu schädigen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat sie das Ziel leicht verfehlt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja nicht einfach so. Ich kann es ja wenigstens beweisen im Gegensatz zu dir. Nur das kann ich nicht, weil ich mich strafbar mache mit sowas. Das, was sie ja hier auch noch sagt, ne? Da müsste man ja eigentlich sagen, also da sage ich ganz ehrlich, wenn das wirklich alles so gewesen ist, dann zeig den Typen an. Also musst du ja noch anzeigen. Und jetzt nicht einfach eine Insta-Story machen und heulen und sagen, ja gut, ich war schwach und fertig. Dann zeig den an. Also ich meine, wenn du so viele Stories hast, die beweisen können, dass er Rufmord betreibt, indem er Dinge erzählt, die nicht stimmen, müsste sie das dann nicht irgendwie verwenden können? Kann sich jetzt auch mal jemand einschalten, der auch davon weiß und das bestätigen, wenn sie uns jetzt die Nachricht nicht eins zu eins zeigen will? Weil sie hält immer diese Nachrichten hinterm Berg und sagt, ja, ich habe Nachrichten, aber die bringen dir ja nichts, wenn die so verschlossen sind, weißt du? Und deswegen war ich auch so sauer. Es geht nicht um scheiß Alkohol trinken. Es geht darum, dass er oft nach Hause gekommen ist und aggressiv mir gegenüber war. Dass ich Angst vor ihm hatte. Dass er mich gegen die Wand geschlagen hat. Okay, das ist so ein Punkt, ne? Er hat dich gegen die Wand geschlagen, dann Justiz einschalten, er wurde handgreiflich, er hat sich verletzt. Und ich meine, jetzt gibt es natürlich, also ein Begriff Victim Shaming, so warum macht sie nichts, keine Ahnung, weil sie Angst hat, aber spätestens jetzt müsste sie ja den Schritt zur Polizei wagen, weil ich meine, sie hat das jetzt ja 300.000 Follower. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die alle echt sind. Sie hat es ja jetzt hier kundgetan. Das bedeutet, sie müsste doch jetzt die Courage haben, zur Polizei zu gehen. Das bedeutet, wir hören bald davon, dass Henrik angezeigt wurde, weil er Paulina geschlagen hat. Also es ist ja jetzt ein krasser Vorwurf, finde ich. Trotzdem habe ich es verziehen und ich bereue es einfach so sehr. Aber ich habe einfach daran geglaubt, dass es dir leid tut und dass es dich nicht daran erinnern kann. Also, ich habe tatsächlich jemanden in meinem Bekanntenkreis, der sowas auch über sich ergehen lassen hat, erst vor kurzem. Also saß ich auch einfach davor und habe geguckt wie ein Auto. Ich habe versucht, mich reinzufühlen und ja, also wirklich so mit Knochenbruch und so. Und trotzdem ist der Glaube daran da, dass man das gemeinsam schafft. Also, es ist echt eine krasse Sache. Und jetzt mach mich nicht fertig, aber das ist einfach so ein krass lowes Selbstwertgefühl in dem Moment, dass man das einfach weiter in seinem Leben hält, sich nicht dagegen wehrt. Das gibt es wirklich. Das habe ich hautnah erlebt. Ja, ich war laut. Ich war laut bei dem Wiedersehen und ich war auch laut bei der Wiedersehensshow, weil ich einfach sauer bin. Ich bin so sauer. Das kann ich mir auch vorstellen. Also wenn sie jetzt wirklich so oft erfahren hat, dass er sie betrogen hat, dann wird man ja halt, wird man einfach sauer, ne? Und wenn der andere dann da sitzt wie so ein Stein,
dann macht das einen wütend, ne? Dennoch muss ich ganz kurz einmal kurz reingehen. Sie hat bei der Wiedersehensshow gesagt, dass nach Temptation Island rausgekommen ist, dass er sie betrogen hat. Jetzt sagt sie uns aber, dass er sie auch vorher schon betrogen hat. Sie meint ja, er hat sie vorher auch schon immer betrogen, aber sie hat es immer über sich ergehen lassen. Das deckt sich nicht, ne? Also bei der Wiedersehensshow kommt es so rüber, als hätte sie in der Show bzw. nach der Show von seinen Seitensprüngen erfahren. Hier sagt sie aber, das sei alles immer schon grottig gewesen und sie hat einfach, weil sie zu schwach ist, das akzeptiert. Versteht ihr? Ich habe dann gesagt, ich brauche ein paar Tage Zeit. Ich möchte nicht, dass wir hier aufeinander hocken und Dinge zueinander sagen, die wir später bereuen. Und dann habe ich gesagt, bitte fahr erstmal zu deinem Freund für eine Woche. Und was hast du da gemacht? Wieder Weiber gebügelt. Und es ist nur durch Zufall rausgekommen. Was jetzt auch durch Zufall rauskommt, ist das, was Dominik über diese Geschichte sagt. Also wenn ihr dran bleibt, erfahrt ihr später an Dominik's Story. Die kommt ja in dem Video. Wie zeitnah nach der Show sich Dominik und Paulina getroffen haben. Und nur weil du auf meinem alten Handy angemeldet warst. Und ich weiß, das macht man nicht. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und ich dachte so, ja, ich finde, das stimmt irgendwas nicht. Das ist vorher auch schon passiert. Ich weiß gar nicht mehr, ob das passiert ist. Also ich gehe jetzt mal einfach nur auf das Thema ein. Handy durchsuchen finde ich in Ordnung, wenn dein Bauchgefühl so stark ist. Also ich gebe viel auf mein Bauchgefühl und ich finde, wenn da ein Bauchgefühl ist, dann ist es auch in den meisten Fällen berechtigt. Das habe ich bei mir selber erlebt. Habe ich mal bei meinem ersten Freund gemacht. Da hatte ich nach Silvester so ein krasses Bauchgefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Obwohl wir voll den geilen Silvesterabend hatten. Aber mein Bauchgefühl hat gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann war ich als erster wach am Morgen, habe mir das Handy genommen, bin damit auf Toilette gegangen und siehe da, ich hatte recht. So, und mich danach als Reaktion fertig zu machen, dass ich dann Handy genommen habe, steht gar nicht zur Debatte. Sondern ich habe, nenne es siebten Sinn oder was ich gehabt und ich hatte recht. Jetzt geht es mal darum, dass du mir fremdgegangen bist oder mir fremdgehen wolltest. So, von daher rechtfertigt euch nicht dafür. Und ich habe immer weggeschaut. Und ich schäme mich so dafür, weil ich immer gerade Frauen und euch hier in der Story sage, verlasst jemanden sofort. Lasst euch das nicht gefallen. Und dann tue ich immer so einen Tag und selber habe ich einfach weggeschaut. Das ist so das Ding, ne? Man ist immer schlauer und stärker, wenn es um andere geht, aber wenn es dann um einen selber geht, dann kommt das eigene Schattenkind, dann kommt das eigene Selbstwertgefühl dazu, was nicht so ausgebaut ist und dann schafft man es eben doch nicht, das in die Tat umzusetzen, was man anderen immer so leicht rät. Ich habe einfach gedacht, solange noch Liebe da ist, kann man irgendwie noch dran arbeiten. Ich glaube, das ist die Hoffnung, die viele haben, ne? Dass man so sagt, okay, we love each other, aber ja, und was bei mir dazu dann immer noch kommt, ich verstehe sie, ne? Also wenn das jetzt wahr wäre oder ist, ich weiß es nicht, dann denkt man sich so, okay, aber der andere ist ja auch nicht so auf die Welt gekommen. Seine Kindheit hat ihn zu dem gemacht, was er ist. Ich spüre, dass da im tiefen Innern Liebe ist, auch wenn er mich gegen die Wand geschlagen hat, ne? Also ich versuche so diese Gedankenkonstrukte zu verstehen und dann denkt man sich, okay, wenn wir uns gemeinsam Hilfe nehmen, dann sind wir beides gesunde Menschen und dann steht unserer Liebe nichts mehr im Weg, aber manchmal, beziehungsweise rational, müsste man in dem Moment auseinandergehen und den anderen sich erstmal heilen lassen, ja, beziehungsweise daran arbeiten lassen, weil sonst kriegst du ja auf dem Weg zur Heilung quasi, wobei man ja nie ganz geheilt ist, ja immer wieder Schläge und bist in einer Beziehung, in der dir körperliche Gewalt angetan wird. Aber so diese Hoffnung ist manchmal so stark. Das war ja nicht gespielt, dass wir uns am Ende im Arm gelegen haben. Und ja, das ist scheiße für Dominik, natürlich. Und es tut mir auch ihm gegenüber leid, aber ich habe diesen Mann einfach geliebt. Ich habe ihn einfach geliebt. Und ich war auch abhängig von ihm. Abhängigkeit ist auch so eine Sache. Das habe ich aber beim Wiedersehen, auch wenn ich das so als Schauspiel abgetan habe, gespürt, dass sie aus Bockigkeit auch ganz viel gemacht hat und aus Verletztheit. Und als sie dann gesehen hat, dass der Henrik auch Gefühle noch für sie hat und weint und so weiter, war sie ganz schnell weichgekocht. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie Angst vor einem Mann, noch nie. Weil ihr seht auch zum Beispiel in der Wiedersehensfolge, dass ich mir anhören muss. Du bist narzisstisch, du bist arrogant. Ich lasse mich doch mal nicht einschüchtern, egal von wem. Aber ich hatte wirklich Angst. Und ich habe ihn aufgenommen dabei.
Okay, er stand also vor ihr und wollte ihr eine ballern und sie hat ein Video davon gemacht. Ja, das ist doch gut. Also kann man, in Deutschland kann man das nicht benutzen vor Gericht, ne? Weil, also ich finde, der nächste Step wäre jetzt, ihn anzuklagen. Das geht ja nicht so weiter. Handy in der Hand hatte und davor die ganze Zeit mit meiner Managerin geschrieben habe, weil sie meinte, Paulina, ich habe ein schlechtes Gefühl. Und ich halt geschrieben habe, ich habe Angst vor Henrik. Sie hat dann gesagt, geh doch da weg. Und ich habe ihn dann heimlich dabei aufgenommen, weil mich das so geschockt hat. Und ich dachte, das glaubt mir keiner, das glaubt mir niemand. Okay, also wenn sie das jetzt spielt, ne, dann Schande über ihr Haupt, weil dann nutzt sie das aus, dass Leute ihr jetzt Mitgefühl schenken, ne, weil sie in einer bedrohlichen Situation war. Ich versuche das jetzt aber gerade einmal kurz zu rekonstruieren, ne? Da steht der Typ also vor dir und will dir eine ballern, ne? Du bist richtig in Angst und Rage und du hast dein Handy in der Hand, so, weil du deiner Managerin gerade geschrieben hast. So, erste Frage ist so, wenn dich einer bedroht, ne, bist du da nicht in so einer Abwehrhaltung und gibst richtig Shit auf dein Handy. Also wie kann man in so einer Situation der Angst, der Panik, wo der vor dir steht und dir eine scheuern will, dann noch auf Aufnahme drücken? Also würde dann der aggressive Part nicht das Handy weghauen? Also wissen Sie, was ich meine? Oder hat sie hier oben mit ihm quasi interagiert und hier unten hat sie ihn gefilmt und er hat das nicht gemerkt und sie konnte sich so auf beides konzentrieren? Übelst oft abgewichst wirke oder eiskalt wirke, aber das ist von mir auch in gewissermaßen einfach. Ich will nicht, dass Leute mich schwach sehen. Okay. Also ein Mensch, der nicht in schwachen Momenten gesehen werden möchte, ne, würde er nicht ein bisschen seltener zusammenbrechen? Also ich frage mich ich stelle mir diese Fragen einfach nur. Ich habe mir so sehr vorgenommen, ein sachliches Statement abzugeben, aber das ist so abgefuckt. Ich würde auch sagen, dass sie hier das Ziel so ein bisschen verfehlt hat. Also leicht, ne? Es ist ja nicht ganz sachlich. bin einfach froh, wenn dass das alles abgedreht und ausgestrahlt ist. Ich kann nicht mehr. Ich kann mich dazu auch nicht mehr äußern. Hier würde ich Sie gerne auch nochmal festnageln. Und zwar, Sie müsste ja jetzt so traumatisiert sein, dass sie nie wieder in einem Trash-TV-Format teilnehmen wird. Na? Also falls wir sie irgendwie in einem halben Jahr oder einem Jahr wieder irgendwo anders sehen, dann würde das Minuspunkte für die Glaubwürdigkeit geben, von meiner Seite aus. Ganz, ganz klar. Ich hab damals gesagt, ich glaube, das ist wegen des Schicksals, dass dieses Angebot jetzt kommt. Weil ich wollte mich trennen. Ich habe ihm geschrieben, ich möchte das nicht mehr. Aber wenn du dich trennen wolltest, ne, warum hat er denn die ganze Zeit von Hochzeit und so weiter geredet? Also war das alles nur Show oder? Also ich meine, ihr habt ja auch keine Sprachbarriere, ne? Ihr redet ja beide Deutsch. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, sie wollte unbedingt weg, stellt aber, also von ihm, lässt sich auf diese Show ein, ne? Lässt sich da quasi rein zwingen. Sie wurde ja, das war ja Zwangsarbeit quasi, das wollte sie ja gar nicht. Stellt dann aber wahrscheinlich, weil er sie hypnotisiert hat, noch sein Bild auf ihrem Nachttisch auf und heult jeden Abend wegen ihm, weil sie sich eigentlich von ihm trennen wollte. Was glaubt ihr denn, wie das ist, wenn man 1000 Nachrichten bekommt? Was das Ja, ist scheiße, ne? Aber ich sag euch ganz ehrlich, wenn du weißt, wer du bist, dann prallt das eigentlich an einem ab. Also ich habe zum Beispiel mal einen Brief gehabt mit der Tara, beziehungsweise Tara hat sich, ne, die jetzt auch im Dschungelcamp war, auf den Schlips getreten gefühlt und dann hat sie geheult auch in ihrer Story und dann habe ich viele Nachrichten bekommen, die lauteten, tu uns einen Gefallen und stirb, du scheiß Schwuchtel, keiner braucht dich. Ich habe das alles mal durchgelesen und dachte mir nur so, okay, wow. Ich habe mich halt gefragt, haben diese Menschen ein Leben? Weil ich weiß, dass ich auf gar keinen Fall nicht liebenswert bin und sterben sollte und dass mein Schwulsein auch kein Problem ist. Also wenn jetzt auch viele von euch schreiben würden, du Hure, zum Beispiel bei Let's Love, ne? Da war ich Kandidat und habe dann geduscht mit einem Typen und wenn da jetzt viele gesagt hätten, du ekelhafte Hure, da wäre ich so, Leute, also was wollt ihr mir erzählen? Wer mir ums Geld oder um den Fame gegangen ist, aber seid ihr krank? Seid ihr krank? Wisst ihr eigentlich, was das für eine Belastung ist? Wer geht denn freiwillig in so ein Format, benimmt sich dort scheiße, um sich danach irgendwie. Ich verstehe das nicht. Was glaubt ihr, was ich für Nachrichten bekomme?
Naja, wer geht in so ein Format? Also ich meine, ich glaube, viele würden sagen, auf gar keinen Fall gehe ich in so ein Format und gebe meine ganze Beziehung preis. Aber wenn ich es mache, dann wird Deutschland natürlich mitfiebern, und zwar in alle Richtungen. Beziehungsweise Cybermobbing ist ein großes Thema, ne? Also ich finde, es hat alles seine Grenze. Man kann so seine Meinung sagen, ich finde, du bist eine Hure, nicht in Ordnung. Und ich glaube, sie sagt auch leider was von Morddrohungen, das geht natürlich auch gar nicht, ne? Da sind echte Personen dahinter. Aber wer geht freiwillig in so ein Format und benimmt sich scheiße? Ja, die meisten von euch. Mit Morddrohungen, keine Ahnung was. Das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall, da bin ich zu 1500% bei ihr. Wie du mein Leben zur Hölle gemacht hast in den letzten Monaten. Wie du mir überall geschrieben und mich bedroht hast. Also, und wieso bist du da nicht zur Polizei gegangen? Also mach das bitte jetzt. Weil wenn er dich die letzten 6 Monate bedroht hat, dann geh bitte zur Polizei, zeig das an. Und sag nicht wieder, das ist gelogen, weil ansonsten veröffentliche ich das wirklich meiner Scheiße auf diese Anzeige. Dass ich deinem Vater schreiben musste, dass er mir hilft, dass du mich in Ruhe lässt. Wer wünscht sich jetzt auch gerade, dass Henrik einfach sagt, es sei gelogen? Hat er das nicht sogar fast? Also wir gucken uns gleich noch seine Story an. Eigentlich, also ich würde sie gerne dazu bringen, alles zu veröffentlichen. Ich habe jetzt richtig Bock auf die Schlammschlacht. Ich will jetzt hier wissen, wer lügt und wer nicht. Wenn ich sonst die Polizei hätte einschalten müssen, Mann, kommst du noch klar eigentlich? Späteste Eisenbahn jetzt. Also sie erwähnte selber schon, Girl, do it. Wenn du richtig liegst, wenn du die Wahrheit erzählst, mach es. Ich hab dich vorher im Nebenraum. Und Sandra hat das auch gehört, genauso wie auch Kate. Nur Kate wird das nicht bestätigen. Wir haben dort gesessen und haben uns die letzten Folgen angeguckt, bevor wir reingegangen sind in die Wiedersehensshow. Und haben euch die ganze Zeit gehört. Du hast die ganze Zeit gelacht. Und sobald die Kamera an ist, sitzt du da wie ein Häufchen Elend und freust dich darüber, dass ich mich dann aufrege. Okay, ja, also dieser Part war für mich sehr unglaubwürdig. Dann hat er halt gelacht. Also ich meine, ja, also es finde ich deutet jetzt nicht darauf hin, dass er das ist, als was du ihn jetzt hier darstellen möchtest oder beschreibst. Er hat halt gelacht. So, weil, weiß nicht, vielleicht fand er irgendwelche Aktionen lustig in den Shows. Also, wisst ihr, was ich meine? Da sind ja auch einige Monate vergangen, oder? Es ist spannend, dass sie sagt, das, was er tut, sei alles berechnend oder berechnet. Also, wisst ihr, weil oftmals unterstellen wir unserem Gegenüber das, was wir von uns aus spüren. Ist nur ein Gedanke, den ich mit euch teile. Und ich wünsche auch, dass auch von mir aus alle, die mir eine schlimme Nachricht schreiben, mir soll doch alle glücklich werden. Also, auch die da wirklich diese ganz schlimmen Nachrichten schreiben, wir sollen wirklich alle glücklich werden. Peace. Ich bin einfach froh, dass das so passiert ist, auch wenn es echt schlimm und eine große Lektion in meinem Leben war. Aber ich wäre anders nicht aus dieser Beziehung rausgekommen. Also, und jetzt, obwohl sie Morddrohungen bekommt und alles, ne, und obwohl sie 20 Minuten geweint hat, findet sie trotzdem, dass alles gut ist, wie es gelaufen ist. Also Leute, wenn ihr in einer toxischen Beziehung seid, dann geht zu Temptation Island. Weil am Ende des Tages bereut man es nicht, man freut sich darüber. Obwohl es das schlimmste Chapter in einem Leben gewesen ist und die ganze Nation euch am Ende für eine Hure hält, macht es. Jetzt gehen wir zu Henrik rüber. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch allen geht es gut. Naja, fast allen. Also Paulina scheint es nicht so gut zu gehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Donnerstag. Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Sie hatte den auf jeden Fall nicht. Ich werde euch am Ende dieses Videos einmal sein Statement in Stories dranhängen. Da könnt ihr lesen, was er dazu sagt. Zusammengefasst, es war für ihn die, was hat er gesagt? Nochmal nicht vergessen, die ehrenloseste Zeit. Und er ist da jetzt erwacht und sieht, dass er sich halt geirrt hat. Und er stellt, oder viele unterstellen ihm, es sei Karma, weil er die Aurelia und die Sandra bei Love Island auch falsch behandelt hätte. Er sagt, das sei aber ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen und das eine war irgendwie nur für Show und das hier war wirklich seine wahre Liebe. Ich werde das jetzt nicht im Detail auseinandernehmen, ich gehe lieber auf das Gesprochene. Guckt es euch an, lest es euch durch, ist am Ende des Videos und schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Für mich ist das Ganze jetzt auch durch, ja. Ich würde euch auch bitten, jetzt nicht großartig mir jetzt Fragen zu stellen. Ja, du bist lustig. Also sie unterstellt dir, dass du sie gegen die Wand geschlagen hast und so weiter. Also da sind ja schon so ein paar Fragen offen. Und dass du Leute am Set mit Feuerfackeln beworfen hättest.
klar, viele von euch interessiert es jetzt auch, was danach noch passiert ist, weil es mir da so erst recht so schlecht ging. Und ja, es stimmt, die Zeit danach war tatsächlich noch schlimmer, was da alles passiert ist. Das werde ich für mich behalten. Ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Aber so eine Beziehungsprobe, so eine ganz intime, die gehörte zum Fernsehen, ins Fernsehen oder was. Und jetzt auf einmal, wo es richtig spannend wird, macht er zu. Es sind schlimme Dinge passiert, es sind unverzeihliche Dinge passiert. Aber das Leben geht weiter, ja. Und jeder Mensch macht Fehler. Ich mache auch Fehler, das ist nun mal einfach so. Ja, es kommt drauf an, was für Fehler. Also ich finde, einige Fehler, da kann man nicht einfach mal so drüber hinwegschauen, wenn du sie zum Beispiel gescheuert hast oder geslappt hast, das ginge natürlich nicht, ne? Ich versuche jetzt hier kein böses Blut oder sowas zu dingsen, deswegen, ich habe es auch öfters gesagt, Leute, lasst die Menschen in Ruhe, hört auf die zu beleidigen, es bringt nichts, ihr kennt die Leute persönlich nicht. Also wow, ne? Ist das jetzt alles nur Show oder Taktik? Weil er nennt noch nicht mal ihren Namen, er sagt, bitte geht nicht auf sie los, also wir wissen ja, über wen er redet. Wird er das jetzt wirklich so sitzen lassen auf sich, die ganzen Anschuldigungen, er sei gewalttätig? Ich war ja tatsächlich schon bereit, meine gewisse Person zu heiraten. Ich hatte ja auch schon einen Ring und alles gekauft. Also ich war da schon sehr, sehr weit nach kurzer Zeit, ohne die Person oder den Menschen wirklich zu 100% zu kennen. Und da einfach ein Appell an euch, Freunde. Bei der Partnerwahl generell passt einfach wirklich ganz genau auf. Es gab so mal so eine biologische, so ein Artikel in der Zeitung, der hat besagt, man kennt einen Menschen irgendwie wirklich erst nach 2-3 Jahren oder so, stand da drin. Kennst du ihn erst wirklich? Erst so die Ruhe selbst, dann gibt es noch so Beziehungstipps. Also wirklich passt auf, dass ihr die Katze nicht im Sack kauft und so wie ich. Also würde ich euch raten, wartet mal so 2-3 Jahre. Als hätte er jetzt so einen Johnny vorher geraucht. Sie heult da rum, total hysterisch im ersten Jahr. Also ich hab's verarbeitet. Passt einfach auf, lernt aus meinen Fehlern. Deswegen, Friends, lasst euch nicht täuschen. Schaut immer genau hin. Ganz, ganz viele da draußen sind so ähnlich wie ich. Viele von meinen Abonnenten, die haben auch... Die schreiben mir immer wieder das Gleiche. Ja, oh, mir passiert es immer wieder. Ich habe ein zu gutes Herz. Ich lasse zu viel durchgehen. Ich sehe die Sachen teilweise nicht oder will es nicht wahrhaben. Und ja, das spricht auch für euch, für euren Charakter, definitiv. Aber Leute, es tut manchmal weh, es ist schmerzhaft, aber wir müssen da einfach knallhart sein. Ja? Wir müssen ganz klar ausselektieren, wer tut uns gut, wer tut uns nicht gut. Die Sachen richtig hinterfragen. So viele Sachen kommen erst nach langer Zeit raus. Aber einfach, ihr müsst genau wissen, mit wem ihr es zu tun habt. So, ne? Okay, wow. Also, ja, das macht sie gerade in meinen Augen ein bisschen unglaubwürdiger, weil sie macht sich natürlich auch viel dadurch kaputt, dass sie einfach 18 Minuten durchheult, ne? Und sie ja eh bei Köln 19210 war, also das war taktisch jetzt nicht klug, wie sie das Ganze rübergebracht hat, aber er ist halt so richtig so, ja, also ich bin jetzt schlauer geworden, das war jetzt nicht das Richtige, ich habe mich da täuschen lassen und ich bin mal keiner Schuld bewusst. Freunde, zieht Energie aus solchen Sachen, ja? Mich hat es nur stärker gemacht. Also ich weiß nicht, was mich jetzt noch hops nehmen soll. Also jetzt mal ehrlich, Freunde. Naja, die ganzen Anschuldigungen vielleicht. Also wenn sie jetzt wirklich zur Polizei gehen sollte, könnte dich da schon ein bisschen hops nehmen. Eines Tages, wie gesagt, ich werde ein vercracktes Buch schreiben, ja. Die Leute glauben mir das nicht, was ich erlebt habe. Das ist geisteskrank. Ich wüsste auch schon, was man für einen Titel für das Cover nehmen könnte. Man könnte das Bild von Paulina nehmen, wie sie gerade weint. Das wäre echt, das wär so ein Eyecatcher. Aber ganz ehrlich, ich stehe heute hier. Ich gucke in den Spiegel, ich bin zu 100% mit mir im Reinen. So, ich kann in den Spiegel schauen, ich sag mir, du hast eigentlich alles richtig gemacht, Henrik. Wie können denn zwei Geschichten so weit voneinander entfernt sein? Also wie kann denn jemand stolz auf sich sein, wenn er wirklich gewalttätig ist? Oder merkt er das dann nicht? Also wenn er wirklich die Paulina so oft betrogen hätte und geslappt hätte und so weiter. Also irgendeiner ist hier richtig, richtig, richtig durch. So richtig durch. Und der müsste eigentlich... von all seinen Followern entfolgt werden, weil er einfach dreist lügt und alles, die ganze Realität erfindet. Aber wer von beiden ist es? Natürlich gibt es immer Sachen, ne, die für viele unerklärlich sind, die auch ein bisschen pubertär sind und alles. Das stimmt auf jeden Fall. Meint er jetzt den Lapdance? Das würde ich zu pubertär einordnen. Fremdgehen wiederum nicht. Also bist du jeder mal fremdgegangen? Kann das jetzt hier irgendjemand sagen? Also so richtig fremdgegangen, so mit dem Penetrieren und so weiter. So geil, wie ich euch letztens mal erklärt habe. Wenn ihr einfach schreibt, dann kommt ihr auf solche Gedanken, ne? Und da bin ich gerade auch einfach so wieder drauf gekommen. Ich habe einfach so gerade über meine Gefühle geredet. Ich darf jetzt zum ersten Mal auch so ein bisschen über diese Sachen reden. Da gab es ja eine strenge Vertragsrichtlinien. Und ich muss sagen, wenn ich so drüber nachdenke, es hätte eigentlich nicht besser laufen können. Also wirklich nicht. Also da sind sie sich beide zumindest einig.
Und jetzt verstehe ich auch, wieso bei Paulina jetzt erst so der Damm richtig platzt, weil jetzt durfte sie. Jetzt durfte sie einmal alles rauslassen und sie hat, naja, so ganz im Sinne von, ich will seinem Ruf nicht schaden, einmal dezent und diskret alles gesagt. Klar, der Preis war sehr hoch, ne? 5, 6 ehrenlose Monate, jeden Tag voller Schmerzen. Gelitten wie ein, boah. Ja, so ist das Leben manchmal, ne? Es kann halt nicht immer nur rosig sein. Und ihr wisst ja, nach dem Regen kommt die Sonne. Also ich würde jetzt mal die Seite von Paulina als Regen bezeichnen und ich hoffe, dass danach wirklich die Sonne kommt. Nicht nur für sie, auch für uns. Und das sind ja die 6 Monate, in denen er ihr wohl das Leben zur Hölle gemacht haben soll, was sie ja sagt. Aber er sagt, er hätte einfach räudig gelitten. Ist jetzt die Frage, für sich einfach so im Stillen gelitten oder hat er sie wirklich bedroht und alles? Jetzt widmen wir uns dem Dominik mit seiner Story von gestern. Also die aktuelle habe ich noch nicht. Kümmere ich mich heute Nachmittag drum, falls eine kommt. Habt ihr das auch mitbekommen? Also nach der Wiedersehensshow, ey, also manche Kandidaten, die sind ja komplett am Ausrasten und Ausflippen. Wovon die Hälfte davon gelogen, erfunden, Sachen werden anders dargestellt. Kompletter Bullshit ist einfach. Naja, das muss ja an Paulina gerichtet sein, weil der Henrik hat ja so gut wie nichts gesagt. Also der hat sich ja einfach nur auf das bezogen, was wir gesehen haben, den Kuss. Die einzige, die irgendwie Inhalte dazu erzählt hat, die man nicht gesehen hat, war ja Paulina. Und jetzt kommt so ein sehr, sehr spannender Teil schon. Paulina wirft ja dem Henrik vor, dass sie nach der Show ja einfach eine Woche Abstand haben wollte, ihn zu Freunden geschickt hat und dass der Henrik ihr dann da auch fremdgegangen ist. Da hat sie ja tränenreich mitgeteilt, dass sie das derbe verletzt hat. Und was sagt Dominik jetzt? Wie schnell haben sie sich nach der Show gesehen? Wie schnell danach ich und Paulina uns getroffen haben. Lass mich lügen, sind keine 48 Stunden oder so vergangen nach der Show. War ich schon in Köln sie besuchen. Und dann bekomme ich zu hören und so Sachen auch so, ey, die haben es nach der Show noch probiert und die sind als Pärchen eh rausgegangen und du bist nur eine Witzfigur gewesen für sie. Alles klar. Ja gut, Leute, und wenn das stimmt, ne, dann können wir uns ja eigentlich auch die ganze Story von Paulina schenken, oder? Weil dann können wir ja darauf schließen, dass das alles irgendwie erfunden ist. Also ich meine, warum unterstellst du denn dem Henrik, er sei dir jetzt, obwohl ihr euch versöhnt habt, fremdgegangen in der Woche, wo du ihn weggeschickt hast und du triffst dich in der Woche mit Dominik? Und dann schießen sie so heftig in der Öffentlichkeit gegeneinander und erzählen, wie gesagt, auch kompletten Bullshit, wo ich mir nur so denke, ey, wo lebe ich hier eigentlich? Du lebst, glaube ich, in Österreich, das höre ich auch an deinem Slang. Aber er hat ja gar nicht, hat er so viel erzählt? Hat der Henrik jetzt so viel erzählt? Der Henrik erzählt ja eigentlich immer nur das Gleiche. Wisst ihr, was ich meine? Was da einfach gewisse Leute von sich geben, ich weiß nicht, um interessant zu bleiben, und aber sich dann komplett ins Ausschießen, weil das eben gelogen ist. Das ist gelogen. Viele Sachen sind einfach frei erfunden. Oh, ich bin so gespannt auf seine Story. Hoffentlich haut er richtig Details raus, wirklich. Es ist eine richtige Zwickmühle. Ich sag's euch ganz ehrlich, weil einerseits, ich bin der Typ, der voll für Gerechtigkeit ist, der für die Wahrheit ist und 100% ja, dazu steht. What the fuck? Aber das wiederum wird für viel Ärger sorgen, für viel Beef wieder. Das wollen wir, bitte. Hau einfach alles raus, bitte erzähl uns die Wahrheit. Wir wollen den Beef, wir müssen das jetzt einmal erfahren, weil ich glaube, sonst wird keiner von uns glücklich. Gehört sowas tatsächlich in die Öffentlichkeit? Keine Ahnung, sagt es mir, Freunde, weil ich habe auch keinen Bock, diese ganzen Lügengeschichten und diesen Bullshit zu hören. Also ich meine, was sie jetzt rausgehauen hat, mehr geht ja nicht. Also du bist jetzt nicht derjenige, der dann dafür verantwortlich ist. Den Stein hat Paulina dann schon ins Rollen gebracht, also raus damit. Leute, kennt ihr das, wenn ihr die Wahrheit kennt und so und die Leute dann nur von sich so eine Fake-Scheiße geben und das euch einfach nur provoziert, einfach nur... Nee, leider kennen wir die Wahrheit nicht und wir kennen auch das Gefühl, nicht die Wahrheit zu kennen, aber wir würden es gerne ändern. Eines muss man auch dazu sagen, ganz ehrlich. Und das ist ja das Ding, was mich dann eher dazu abneigt, so viel zu erzählen, die lieber ihr Ding machen lassen und sollen sie sich weiter belügen und weiter nur Scheiße von sich geben. Aber ja, wenn man mit der ganzen Wahrheit rausrückt, dann fliegen keine Fackeln mehr, dann werden Handgranaten geflogen, glaubt mir.
Ja, bitte. Das wollen wir. Bitte. Und ob es das wert ist? I don't know. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr? Was sagt ihr dazu, Leute? Also wir sagen, uns ist das sehr, sehr viel wert. Deswegen macht das bitte. Und ich sag an der Stelle einmal Tschüss, Leute. Und ich möchte gerne unbedingt wissen, was ihr denkt. Was ist euer Gefühl bis jetzt? So, ich finde das wichtig. Also hier sind jetzt wirklich Anschuldigungen gefallen. Das kann man nicht machen, wenn das nicht stimmt. Und wenn es stimmt, dann hoffe ich, dass der Täter Konsequenzen bekommt. So würde ich das einstufen. Ich bin gespannt auf euer Feedback.